Hallo und willkommen zu einem neuen Classic Talk, beziehungsweise soll ich sogar sagen Booty Bay Stammtisch? Heute sprechen wir mal darüber, was uns mit Phase 2 erwartet. Bleibt auf jeden Fall dran und schreibt uns mal in die Kommentare, auf was ihr euch am meisten in Phase 2 freut. Einen wunderschönen guten Tag, beziehungsweise vielleicht ja auch guten Morgen oder wann ihr auch immer den zweiten Classic Talk von uns hört. Der gute Ceralex oder aka Floß auch bei mir. Heute zum zweiten Talk. Wir unterhalten uns heute mal über den beziehungsweise über die Phase 2, die jetzt am kommenden Mittwoch erscheint, und wollen einfach mal die Themen in so 10 bis 15 Minuten durchgehen und einfach mal schauen, was uns denn mit Phase 2 alles erwartet. Erstmal herzlich willkommen, Flo, und cool, dass du wieder am Start bist. Ja, wieder mal danke für die Einladung. Hat beim letzten Mal super viel Spaß gemacht, auch wenn wir zeitlich so ein bisschen den Rahmen gesprengt haben. Ja, mit einer Stunde 15 oder sowas, deswegen schauen wir, dass wir das heute auf jeden Fall ein bisschen kürzer halten. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir starten heute auch einfach mal direkt los und fangen einfach mal mit den Themen an. Wir haben uns ja so eine kleine Liste geschrieben und auf Punkt 1 unserer Liste, was uns mit Phase 2 erwartet, ist auf jeden Fall das Ehrensystem. Ihr habt vielleicht schon das letzte Video von mir gesehen, da habe ich das Ehrensystem mit den Belohnungen vorgestellt und vor allem, wie man überhaupt Ehre generiert, wie man die Ränge aufsteigt und was so alles hinter dem Ehrensystem steckt. Flo, was ist so deine Meinung von oder über das Ehrensystem? Freust du dich drauf? Hast du Bock auf PvP? Du hast mir schon persönlich erzählt, dass du vielleicht umskillen willst mal und den Allianzspielern in der offenen Welt mal ein Frostbolt um die Nase feuern willst. Grundlegend muss ich erstmal sagen, ich war nie so wirklich der totale PvP-Spieler, sondern wie auch bei unserer Gilde das Motto Casual ist, galt das für mich auch fürs PvP. Sprich, ich habe gerne mal das ein oder andere BG gesucht. Ich habe natürlich auch den offenen Kampf nicht gescheut, wenn ich gerade die Lust dazu hatte. Es war für mich jetzt so kein Muss-Ding, also nichts Zwingendes, so von wegen, oh, Ali, zack, direkt drauf. Auf egal, was du gerade gemacht hast, so von wegen, alles stehen und liegen lassen. Hauptsache die Ehre abstauben. Auf jeden Fall freue ich mich aufs Ehre-System. Keine Frage, weil es ist schon irgendwie Herausforderung. Es gibt so ein bisschen Nervenkitzel, einfach zu sagen, komm, ich will unbedingt den und den Rang schaffen und sich auch da wieder eine komplett eigene Gruppe mitzusuchen, wo man sagt, wir gehen jeden Abend von, sag ich mal, 20 bis 22 Uhr zu 10 irgendwie, sucht sich ein Gebiet und ja, rotzt halt auf gut Deutsch gesagt alles weg, was einem vor die Flinte kommt in dem Fall. Auf jeden Fall Bock habe ich schon, aber es ist für mich nicht zwingend. Okay, da sprichst du auch gerade ein ganz gutes Thema an. Ich glaube nämlich genau auch, dass die Allianzspieler beziehungsweise natürlich auch die Hordenspieler zwischen Level 50 und Level 60 das Leben sehr schwer haben werden, weil, wie auch schon in dem PvP-Video gesagt, besser gesagt in dem letzten Video, wo ich über die Ehre und allgemein das PvP-System gesprochen habe, alles, was, wenn ihr Level 60 seid, 10 Level unter euch ist, gibt Ehre. Das bedeutet, ich glaube, dass vor allem das Levelgebiet zwischen Level 50 und 60 verdammt hart wird. Und ich würde jedem empfehlen, ist wahrscheinlich ein bisschen zu spät der Hinweis, aber irgendwie zu schauen, dass man relativ schnell noch auf Level 60 kommt, weil es wird halt einfach alles umgefarmt, da es einfach keine BGs gibt und alles wird sterben. Das wird auf jeden Fall mega hart. Also kann ich mir super gut vorstellen, dass da das Open World PvP vor allem für die Level 50 bis 60 Spieler abartig hart wird. Ja, definitiv. Also das gemütliche Twinken wird mit dem kommenden Mittwoch definitiv vorbei sein. Klar, es wird die altbekannten Gebiete treffen, es wird Stranglethorn treffen, grundlegend. Es wird die Endgebiete westliche, östliche Pestländer betreffen, Winterspring, Krater von Unguru auch mit, weil sie natürlich da auch Ballungsgebiete sind für beide Seiten. Und es wird definitiv nicht einfach für Leute, die später erst dazukommen oder sich halt aufgrund der fehlenden Zeit noch nicht geschafft haben, das Maximum an Level zu erreichen. Also ich glaube, ohne eine, je nachdem vielleicht sogar eine Gilde zu haben, die einem so ein bisschen Schutz bietet, die auch mal schnell da sein kann, um quasi den Kampf zur anderen Seite hinzutragen, wird es einigen Leuten sehr, sehr schwer fallen und wahrscheinlich auch sehr schnell die Motivation kosten, die letzten Level noch zu machen.
Glaube ich auch. Also ich glaube, es zieht natürlich schon jeder durch, aber wie auch schon in dem Video gesagt, du kannst halt einfach Rang 14 auch ohne Battlegrounds machen. Das PvP-System funktioniert ja prinzipiell so, dass es immer pro Woche eine Rangliste gibt. Wenn du am meisten Ehre gemacht hast, auch wenn es nicht allzu viel ist, aber wenn du trotzdem am meisten von deiner Fraktion gemacht hast, bekommst du auch am allermeisten Ranglistenpunkte für deine gefarmte Ehre. Das bedeutet, jetzt in den Wochen, bevor Phase 3 kommt, also bevor die ersten Battlegrounds kommen, kann ich mir schon super vorstellen, dass halt einige versuchen, jetzt noch vor allem ohne Battlegrounds mal zu schauen, wie hoch sie kommen. Noch kurz abschließend, hast du vor, irgendeinen gewissen Rang zu machen? Hast du dir irgendwas vorgenommen? Also jetzt gut viele oder einige würden sagen, vielleicht sogar, wenn es möglich ist, mit je nachdem mit der Gilde auch Rang 14. Für mich auf jeden Fall keine Option, auch darunter eher nicht. Wahrscheinlich so das Mittelfeld, sage ich mal, was halt auch entspannt zu erreichen ist. Sprich Rang 10, Rang 11 geht Ja, Rang alles 11 noch. ist schon hart. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, Rang 10 ist für einen Casual-Spieler wie auch mich irgendwie, wenn ich es drauf anlege, möglich, aber auch nur irgendwie, wenn ich es drauf anlege. Alles drüber ist für mich, ja, ich denke, unmöglich. Wo wir dann auch gleich so ein bisschen Es wird in nicht Eddas. einfach. Es wird definitiv nicht einfach. Definitiv nicht, ne? Aber ich bin ja auch jetzt schon ein bisschen in der Vorbereitung dazu, sprich den eigenen Skill, sage ich mal, oder den Talentbaum so anzupassen, dass er immer noch gruppenviable und raid-viable bleibt, aber noch ordentlich oder auch ordentlich fürs PvP, Open PvP halt taugt. Und da ich auch, muss ich ganz ehrlich so sagen, schon eine kleinere oder größere Gruppe, je nachdem, wie man es nimmt, habe, die gesagt haben, komm, wir ziehen auf jeden Fall da auch mit durch. Und gut, ich bin einer, der hat mehr Zeit, der auch mehr oder weniger ein bisschen in Richtung mehr Progress machen kann. Dementsprechend, also für mich Rang 10, Rang 11 sollte auf jeden Fall zu machen sein. Okay, ich bin ja mal gespannt, wo wir dann auch gleich so ein bisschen in das nächste Thema überleiten können. Mit der Phase 2 wird auch auf jedem Server das Layering abgeschafft. Also es gibt endlich nur noch diese eine Welt, so wie es halt früher in WoW Classic auch war. Siehst du irgendwelche positiven oder auch negativen Aspekte? Positiv natürlich, es können die Farm-Spots nicht mehr so intensiv ausgenutzt werden. Sprich, hast du hier mal einen schwarzen Lotus, schnell mal die Layer wechseln, oder den Layer wechseln, um zu gucken, ist es noch da, oder kann ich schneller schwarzen Lotus farmen, kann ich schneller Thorium für Arkankristalle rausholen. Es wird auf jeden Fall in den Hinsichten einiges verbessern. Werden natürlich aber auch neue Schwierigkeiten auf die gesamte Spielwelt zukommen. Nicht nur im Sinne von, dass die AH-Preise explodieren werden, sondern Auf jeden Fall. na natürlich auch, dass die bekannten oder mehr oder weniger bekannteren Stellen für, ja, sag ich mal, schwarzen Lotus, also die High-End-Kräuter- und Bergbaugebiete, ziemlich stark umkämpft sein werden. Also da wird nicht nur wahrscheinlich explizit auf gegnerisches, ja, auf Gegner gewartet, sondern es wird einfach generell eine Schlacht um diese Materialien entstehen. Ja. Auch nicht nur fraktionsübergreifend, sondern auch innerhalb der Fraktion quasi nach dem Motto, oh, ich bleibe jetzt lieber in dem Gebiet und renne nur noch das Gebiet ab, anstatt was anderes zu machen, um halt wirklich das abzufarmen. Und der sagt, ich gehe jetzt einfach mal da gucken, wird weniger Chance haben, überhaupt noch an diese Materialien zu kommen. Das Also glaube ich. es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ich finde, man sollte dem Ganzen, ja, sag ich mal, schon die Zeit geben und gucken, wie entwickelt sich das. Aber auf lange Sicht hinaus ist meine persönliche Einschätzung einfach, würde ich zwei Layer besser finden als eine Spielwelt. Aber das mag natürlich jeder anders sehen in dem Fall. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich nicht so. Ich freue mich richtig auf, dass es, ich glaube und vermute vor allem, dass es halt, wie du auch schon sagtest, dass es die AH-Preise brutal ins Unermessliche treibt, vor allem für Erze, für Kräuter etc. Und auf was ich eigentlich hinaus wollte, ich freue mich super auf die, es gibt halt nur noch eine Welt, so weißt du, wie ich meine, du kannst dich halt nicht mehr irgendwie rausbummeln. Jetzt sind wir dann wirklich bei diesem echten MMORPG. Klar, viele Server, wir haben vielleicht noch Glück mit Dragon's Call. Wir sind so mittel bis hoch, so ungefähr, aber ich glaube, dass größere Server, vor allem im amerikanischen Raum, die brutal überfüllt sind, man sieht es ja vielleicht auf Reddit ein bisschen, die Bilder,
dass da die Hölle los sein wird, so ungefähr. Also was ich jetzt gesehen hatte, ist so mal von den Zahlen her, europäischer Server Luzifon, auf dem wir ursprünglich spielen wollten, da sind pro Layer circa, sind natürlich jetzt keine genauen, sondern eher mehr oder weniger mit geschätzte Zahlen, pro Layer 7500 Leute drauf, und dann werden beide Layer abgeschaltet, das heißt 15.000 Leute, wenn man so möchte, in dem Fall einfach zusammen, also es wird brutal, definitiv, ja. Klar, diese Spieleranzahl wird natürlich nicht zu keiner gegebenen Zeit jemals gleichzeitig online sein, das ist natürlich gewiss, aber es wird hart, es wird definitiv hart. Also ich aber es macht es auch herausfordernd, ne? Man muss sich mit so ein bisschen natürlich erkundigen, was kann ich dann so machen, was sind meine Optionen. Aber das macht das Ganze auch irgendwie spannend, finde ich. Ja, ich bin aber wirklich auch echt gespannt. Man hat jetzt diverse Videos, vor allem auf Reddit und so gesehen, wie die Server extrem in die Neige gehen, beziehungsweise ich glaube halt einfach, dass die Engine dafür nicht gemacht ist. Ich bin mal gespannt, ob der Blizzard da noch irgendwas dagegen tut, also gegen diesen brutalen Lag spüre ich jetzt hier überhaupt gar nicht, aber wenn man im Internet schaut, hat man da schon einiges gesehen oder können ja vielleicht der ein oder andere, der noch auf Lucifront spielt, mal auch in die Kommentare schreiben, wenn der schon irgendwelche gewaltigen Lags, vor allem im Open-World-PvP hat, vor allem jetzt hat mit dem Layering und dem Ehre-System wird natürlich noch viel mehr in der offenen Welt stattfinden, wegen genau diesem besagten Open-World-PvP. Aber ja, ich bin gespannt. Ich würde auch direkt, wenn du nichts mehr zum PvP-Thema hast, direkt mal zum nächsten Thema springen, das Ganze ein bisschen kürzen, in Anführungsstrichen. Der nächste Punkt, was mit Phase 2 natürlich kommt und ist auch mein absoluter Lieblingspunkt, ist der Schlüsselring. Das bedeutet, dass ihr zwischen eurer Latenzanzeige, also vorausgesetzt ihr habt das Standardinterface, und euren Taschen habt ihr so ein kleines weiteres Symbol und dort könnt ihr alle möglichen Schlüssel reinpacken, außer die wie zum Beispiel von Maraudon das Zepter oder das Amulett für Onyxia, die natürlich nicht, weil das sind wirkliche Items, aber die ganzen klassischen Schlüssel, wie der zum Beispiel für Scholo oder fürs Kloster oder wie auch immer, die könnt ihr da einfach reinpacken und ihr gewinnt, denke ich, einiges an Taschen und Bankplätze wieder zurück. Wie ist so deine Meinung zum Schlüsselring? Definitiv ein super Ding, was jetzt eingeführt wird mit der Phase 2. Also ich kenne es ja selber, Schlüssel für Scholo dabei, Schlüssel für Scharlachrote Kloster, um Stratliving machen zu können. Und noch ganz viele andere Dinge, Schlüssel zur Stadt in Stratholm. Also es ist für mich eine super Neuerung in Anführungsstrichen. Jetzt einfach das, was neu mit der Phase halt neu implementiert wird quasi. Es macht das Leben wesentlich einfacher und ja, definitiv bei mir werde ich beispielsweise standardmäßig, glaube ich, so 6 bis 8 Plätze, sowohl in, also 4 auf der Bank und 4 im Inventar wiedergewinnen, weil ich ständig diese Dinger mit mir rumtrage. Also da ist schon einiges mit dabei. Ich überspitze jetzt sogar ein bisschen, aber wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, dass es kommt. Ich hätte es natürlich wie viele andere lieber schon direkt gehabt. Aber naja, besser so als gar nicht, finde ich. Auf jeden Fall. Mit Level 60 hat man 12 Plätze. Wenn man Level 30 ist, glaube ich, nur 8. Also das erhöht sich mit der Levelphase. Reicht auf jeden Fall, genau. Aber dann ab Level 60 hat man dann volle 12 und das sollte dann auch auf jeden Fall reichen. Ich würde dann auch direkt noch zum nächsten und zum letzten Thema springen, das Thema World-Bosse. Azurigos wird's in Ashera geben und Lord Karzak in den verwüstenden Landen. Die zwei World-Bosse werden natürlich wieder, beziehungsweise haben so indirekt natürlich auch was mit dem Thema Ehrensystem und vor allem das abgeschaffte Layering zu tun, weil keine Layer mehr, das bedeutet der Kampf um die Open-World-Bosse, also die World-Bosse meine ich natürlich, wird natürlich dadurch noch härter. Man kann nicht einfach eine Phase springen, was die Worldbosse aber auch ein bisschen witzlos gemacht hätte. Mal stell dir mal vor, es hätte drei verschiedene Layer gegeben. Dann wären wir kurz in den nächsten gegangen, da wäre er dann vielleicht gestanden und man hätte ihn wieder umgehauen. Vor allem die Worldbosse haben eine Respawn-Rate, die respawnen, meine ich zumindestens.
immer nach dem Reset, also jeden Mittwoch und dann aber, glaube ich, relativ schnell sogar. Wie ist denn so deine Meinung? Hast du die World Bosses schon mal gesehen? Vielleicht sogar auf einem Private Server oder damals in Classic, wobei ich mir gar nicht sicher bin. Hast du schon in Classic gespielt damals? Ich glaube nicht, oder? Ich habe mit The Burning Crusade angefangen, daher grundsätzlich, klar, kenne ich die World Bosses so an sich. Selber erlebt habe ich sie ehrlich gesagt nicht. Deswegen, genauso wie jetzt beim letzten MC-Raid von uns, wo wir auch Raggi das erste Mal mit der Gilde down hatten, für mich quasi der First Kill generell in dem Fall, was das angeht in dem System. Was die jetzt die genauen Respawn-Zeiten angeht, weiß ich es auch nicht ganz genau. Aber einerseits natürlich, ich freue mich mega drauf, sobald sie natürlich auch bei uns liegen. Andererseits ist natürlich genau das, wie so manch ein anderes Gebiet, sehr prädestiniert natürlich für 40 vs. 40 Raid-Schlachten einfach, weil klar, sobald die Bosse rauskommen, es bringt natürlich ein paar Dinge mit, die viele gerne hätten, vor allen Dingen natürlich bei Azuregos die Hunter mit ihrem Köcher und bei Kazak die Priester bezüglich des Eye of Shadow. Und ich kann auch direkt schon mal verraten, eine Zehnergruppe rund um die üblichen Verdächtigen, die du ja auch kennst, hier Jim, Owen und so weiter, haben mal überlegt, sobald Mittwoch quasi alles implementiert ist, die Server wieder da sind, zu sagen, lass mal morgens einloggen, gucken bei einem der Worldbosse, ob irgendein Ali-Raid da ist und je nachdem die zu 10 versuchen, den Worldboss zu blockieren beispielsweise. Also ist ja aber auch genau eine schöne Sache. Wobei ich glaube, dass wir als Casual-Gilde es super schwer haben werden, diesen Boss überhaupt zu legen, weil sobald du nur ein oder zwei Gilden auf dem Server hast, die da ein bisschen, also die da Leute abstellen und wirklich schauen und noch mehr Leute online haben wie wir, die einfach noch mehr Zeit haben, es wird für uns dann schon super schwer, da, wie du auch gerade eben schon sagtest, die Allianz vielleicht uns noch in die Suppe spucken kann etc. Also ich bin gespannt. Ich fand es gut, dass du auch gerade eben schon die zwei Items angesprochen hast. Es droppt die Sehne eines ausgewachsenen blauen Drachen für den epischen Köcher, für den Hunter, sowie das Auge der Schatten. Das Auge der Schatten kann man ja, glaube ich, schon, oder glaube ich nicht, das weiß ich, bei Dämonen, also bei Elite-Dämonen farmen. Das braucht man ja für den Stab Segnung, also die Priester für ihre für den epischen Stab. Lord Kazak droppt den aber zu 100%. So war das doch, oder? Wenn ich mich gerade so erinnere. Kazak droppt es zu 100%. Deswegen ist es ja auch so lukrativ, die Worldbosse anzugehen. Wie gesagt, es bringt wieder Vor- und Nachteile mit sich. Einerseits natürlich für die Priester das Item, das garantiert drin wäre. Da ist natürlich wieder die Sache, es kann jederzeit auf Horde-Seite, natürlich können einem die Allis in die Suppe spucken und auf der Alli-Seite natürlich genauso andersrum. Und deswegen auch da natürlich die Abschätzung, was ist einem das wert, kriegt man es hin? Und wie du auch schon angesprochen hast, wir als Casual-Gilde, klar, wir haben prinzipiell viele Mitglieder, aber wirklich die Leute dafür zu mobilisieren. Klar, vor allem, du musst mir überlegen, du stehst mit 40 Mann da und am besten nimmst du noch zweiten halben Raid mit, einfach nur zur Absicherung auch noch. Und das so wirklich zu koordinieren, wird für uns natürlich sehr, sehr schwierig, weil ich habe mich auch mit anderen Gilden unterhalten, sag ich mal, How High und I Speak for the Horde, die natürlich mittlerweile sehr, sehr groß sind und auch eine sehr, sehr aktive Raid-Basis haben. Wird es für Casual-Spieler oder für Casual-Gilden eigentlich fast nicht möglich sein. Ja, genau. Allein wirklich von dem Aufwandstechnischen, nicht vom Skill oder so her, sondern einfach nur, dass die World-Bosse von größeren, Raid-aktiveren Gilden gelegt werden oder priorisiert werden, wenn man es so möchte. Glaube ich eben auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da uns, dass es für uns schon relativ schwer sein wird, diese Bosse da mal wirklich Loot zu sehen, aber sag niemals nie so ungefähr, wir probieren es auf jeden Fall und ich freue mich allein schon um vor allem auch das World PvP um die Bosse drumherum, weil wir können einfach an einem Abend mal sagen, komm, 10 Mann, habt ihr gerade Zeit, habt ihr gerade Lust, wir schauen da mal hin, da versucht sich gerade eine Allianz-Truppe und lass einfach, ja, das Spiel, diese MMORPG-Elemente dieses Spiels einfach mal so ein bisschen genießen.
Super. Flo, lass uns noch kurz ein, zwei, drei Sätze zu unserer Gilde verlieren. Wir haben jetzt Ragnaros in der letzten ID das allererste Mal gelegt, mit typischen Nerd-Screams am Schluss und war irgendwie doch ein super befreiendes Gefühl. Vielleicht willst du noch, vor allem als Raid-Leitung, noch zwei, drei Sätze dazu sagen und dann beenden wir den Classic Talk für heute. Ja, definitiv. Wie gesagt, für mich als Raid-Lead, das auch generell das allererste Mal, Ragnaros in einem 40er Raid-Down zu haben. Wie du gerade gesagt hast, Nerd-Screams waren da, definitiv. Kann man sich auch bei zwei unserer Streamer anhören. Das ist einmal der gute Flickred und einmal der gute Tumora. Wobei er heißt, glaube ich, anders, ist aber auch Verlinke mich ich als, unten mal ich wollte gerade und sagen, kannst ja die gerne Sehne kommt unten. eh, genau, die Sehne Ja, und kommt eh in einen von meinen es ist nächsten Let's einfach. Play. Es war einfach ein schöner Moment, weil, wie gesagt, wir sind als Casual-Gilde, wir machen ja untereinander keinen Hehl daraus zu sagen, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ist halt immer natürlich irgendwie ein Stück ärgerlich, aber irgendwann klappt es halt und jetzt war es halt bei uns letzte Woche soweit und es war ein Und super vor allem befreiendes First Try. Gefühl. Und das, genau, das im First Try, genauso wie den Rest vom Raid. Und es war halt klar für unsere Verhältnisse im Gegensatz jetzt zu einer typischen Raid-Gruppe oder Raid-Gilde wie I Speak for the Horde es ist, finde ich schon, haben wir das gut gemeistert, vor allem in der fünften ID. Da haben andere Gilden noch ihre Probleme mit und Ja, somit sehr, sehr, sehr zufrieden. wobei wir doch, haben wir wirklich fünf IDs gebraucht? War das nicht so, War die dass fünfte die ID. dritte Nein, das war. ID so wirklich gildenintern war, die anderen waren so ein bisschen random, aber ist ja egal. Also, Auf jeden wobei, Fall, der also Hund die ist down. allgemein, ja, allgemein ist es die fünfte ID, die wir organisiert haben, wenn man so möchte. Es war die dritte komplett gildeninterne ID. Die ersten beiden waren ja noch mit random Leuten, also mit ein paar natürlich. Dementsprechend, dann betrachten wir es als dritte ID komplett gildenintern. Sagen wir so. Ja, sehr geil. Verweilen wir Also damit. ich blende euch oben mal noch einen Screenshot von unserem Ragnaros First Kill ein. Es kommt auch bald ein neues Let's Play raus. Da seht ihr das dann auch nochmal mit den originalen Nerd-Screams auf jeden Fall. Ja, Flo, vielen herzlichen Dank. Wir machen das jetzt auf jeden Fall mindestens wöchentlich. Da reden wir über, was steht gerade an, was geht mit der Mana-Crew, was machen wir so, wie erleben wir das Spiel. Und ja, ich würde einfach mal sagen, bis spätestens nächste Woche. Und ja, Flo, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, Immer wieder wir hören gerne. uns und auch an alle Leute, die zugehört haben. Schreibt gerne einen Kommentar, schreibt rein, wie es euch getaugt hat. Lasst eure Meinung da, über den Daumen freuen wir uns natürlich auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao, ciao.